Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier so zahlreich sind zu unserer 5. Veranstaltung Kultur in nervösen Zeiten. Die Veranstaltungsreihe, die wir machen, ist eigentlich immer ein Blick über unseren eigenen Tellerrand zu werfen, der Frage nachzugehen, wie es um die Kunstfreiheit steht, der Frage nachzugehen, womit, also welche Wirkmacht hat Kunst, um gegen Entdemokratisierung und Rassismus vorzugehen. Dankeschön, Stefan. Erstmal würde ich euch liebend gerne im Namen der vielen begrüßen auf der Veranstaltung, die Leute zusammenbringt, die einerseits bei den vielen aktiv sind, die als Koordinatoren in einzelnen Regionen arbeiten, aber auch für uns interessant sind, weil sie in einem Themenspektrum arbeiten, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Einen weiteren Arbeitsraum, weil der nächste Schritt natürlich auch ist, internationaler zu arbeiten, was auch Teil unserer letzten größeren Aktion war, unseres Aktionstages Unite and Shine vor der Europawahl, der sich auch damit auseinandersetzte, dass die Kunstfreiheit natürlich nicht nur Thema in Deutschland ist, sondern über die Grenzen Europas und Deutschlands hinaus in Gefahr ist. Die Kunstfreiheit ist in Gefahr und das ist eins unserer großen Anliegen. Unser anderen großen Anliegen ist natürlich die Solidarität, auch die Solidarität über die künstlerischen Sparten hinaus, nicht nur aus dem Spektrum der bildenden Kunst, sondern auch aus Architektur, den darstellenden Künsten und der Literatur. Bewusst suchen wir da größere Vernetzungsmöglichkeiten und weiter darüber zu sprechen, wie wir mit dem Rechtsradikalismus in Deutschland umgehen und wie wir auch uns als Kulturszene wappnen und lernen, Strategien und Aktionen zu entwickeln und Präsenz zu zeigen. Moritz habe ich ja auch als erstes sozusagen auf die Bühne gebeten, deswegen würde ich auch eine Frage direkt an dich richten. Wieso du dich von der Leipziger Jahresausstellung zurückgezogen hast und wie es dazu kam? Funktioniert das? Ja. Ich habe mich von der Leipziger Jahresausstellung zurückgezogen, weil die einen Künstler eingeladen haben, dessen Name Axel Krause ist. Und der ist letztes Jahr medial aufgefallen, weil seine Galerie sich von ihm getrennt hat, als Reaktion darauf, dass er auf seiner Facebook-Seite die AfD stark bewirbt und auch die Pegida oder die identitäre Bewegung als begrüßenswert anpreist. Der ausschlaggebende Grund war aber eigentlich, dass dieser Verein, dieser Leipziger Jahresausstellung, die dürfen Vorschläge einreichen von Künstlern. Also der Krause ist vorgeschlagen worden und dann mit Mehrheit eingeladen worden, und meines Erachtens oder mein Problem damit war, dass deren Haltung war, auch auf Nachfrage, dass sie klar Kunst und Künstler trennen, dass aber meines Erachtens in dem Falle von dem Krause nicht mehr möglich war, weil der halt letztes Jahr diese mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und für mich das nicht funktioniert hat, dass ich Teil von einer Ausstellung bin, die unkommentiert diesen Künstler einlädt. Bin dann in Austausch mit einer Handvoll Künstler, die auch eingeladen waren, gegangen. Und wir haben halt überlegt, wie man damit umgeht. Wir waren dann letztendlich 20 Künstler, die ihr Unbehagen ausführlichst formuliert hatten, und hat keinen Druck aufgebaut, meines Erachtens. Und dann habe ich überlegt, okay, ich mache da nicht mit und ich begründe das natürlich und habe dann erstmal den anderen meine Begründung geschickt und habe gesagt, in 2 Tagen schicke ich das dem Vorstand. Und die haben dann überlegt, aber es wollte dann keiner auch absagen. Und dann habe ich es dem Vorstand geschickt und die haben mir dann zurückgeschrieben, sehr schade, und ich wüsste ja mehr als sie, und darin hatte ich halt diese Mitgliedschaft in dieser Stiftung unter anderem erwähnt und seine aktive Rolle in Facebook. Ich habe ihn auch geschrieben, dass ich durchaus gesprächsbereit bin. Also wir können da gern drüber sprechen, was da mein Unbehagen ist, obwohl ich es auch formuliert hatte. Da kam aber nichts.
Und dann 8 Tage später bin ich von der Leipziger Volkszeitung angeschrieben worden, ob ich ein Interview mit denen führen will. Das wollte ich aber nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann euch einfach mein Absageschreiben schicken. Das habe ich dann auch getan. Und dann haben die daraus einen Satz zitiert, der auch vollkommen richtig ist, aber natürlich aus dem Kontext irgendwo gegriffen. Und da habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie mir irgendwas in den Mund gelegt wird, stelle ich das Ganze auf meine Internetseite. Und das habe ich dann 2 Tage später gemacht, also 10 Tage, nachdem ich die Absage losgeschickt hatte. Und auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, als es in der Leipziger Volkszeitung erwähnt war, war dieses Schreiben öffentlich. Aber rückwirkend aus Sicht der Leipziger Jahresausstellung ist es nun so, der Frei ist direkt an die Presse gegangen und hat uns die Pistole auf die Brust gesetzt. Das ist aber einfach nicht richtig. Darf ich dazu eine Frage an Stefan Trübi stellen? Ich habe ja schon diesen offenen Brief erwähnt. Wie weit ist es sinnvoll, da direkt mit einer Haltung an die Öffentlichkeit zu gehen? Haltung, der Begriff Haltung steht ja manchmal unter Catch-Verdacht. Und ich glaube aber dennoch, dass man hier in bestimmten Momenten vielleicht die eine oder andere Position beziehen muss oder zumindest einen vermeintlichen Konsens durchtrennen muss. Und eine solche Situation ergab sich eben vor ungefähr 5 Jahren. Sie müssen sich vorstellen, Mark Jonken war zu dieser Zeit noch Assistent des Rektors der HFG Karlsruhe namens Peter Sloterdijk. Er war aber zu dieser Zeit schon Mitglied der AfD und war aber zu dieser Zeit eben auch noch rein Herausgeber der wichtigsten Forschungsbuchreihe im Finck Verlag der HFG Karlsruhe. Und zu dieser Zeit war die AfD zwar noch nicht ganz so eindeutig rechtsradikal, wie sie heute geworden ist, aber dennoch hat Mark Jonken zu dieser Zeit schon ganz eindeutig antifeministische, durchaus xenophobe Artikel geschrieben in der Jungen Freiheit und anderswo. Gäbe keinen Grund, diese Artikulation durch Meinungsfreiheit zu beschneiden, aber es konnte unserer Ansicht nach nicht sein, dass die wichtigste Forschungsreihe einer solchen angesehenen Kunsthochschule von einer Person herausgegeben wird, die hier in entsprechenden Magazinen publiziert und dann eben auch auf diese Art und Weise publiziert. Das wollten wir nicht unkommentiert lassen. Wir stießen zu meiner Überraschung auf größtes Unverständnis. So nach dem Motto, das ist doch ein guter Philosoph. Der kann doch trotzdem gute Dinge sagen. Das ist vielleicht nicht falsch, aber im Unterschied zu den allermeisten Menschen, die solche Sätze gesagt haben, habe ich auch die Masterarbeit und die Dissertation von Mark Jonken gelesen. Und auch hier gibt es eine philosophische Tendenz, die vermeintliche Geschlechterordnung naturalisiert, die teilweise auch in Richtung Esoterik geht. Hier zeigte sich einmal mehr, dass schlechte Philosophie im Grunde auch die Grundlage der allermeisten Artikulationen der sogenannten neuen Rechten ist. Darf ich die nächste Frage an Gerhild Steinbuch richten? Ihr habt euch ja mit eurer publizistischen Tätigkeit auch mit dem Problem des Rechtsradikalismus auseinandergesetzt und darüber dann auch über die Internetseite Texte publiziert. Wie seid ihr da in Österreich sozusagen angeklungen? Ich glaube hauptsächlich, dass es Raum der Gespräche eröffnet hat. Die Idee des Blogs war eben, nachdem wir mitgekriegt haben, dass in einer Art und Weise mit Sprache operiert wird oder eine Art von Sprache normalisiert wird, die extrem menschenfeindlich ist, wie wir uns als Autorinnen und Autoren da positionieren können. So entstand der Blog, aber als Gesprächsangebot auch an unsere KollegInnen, sich mit der Sprache, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist eine Art von Gespräch, die wir jetzt auch in Österreich fortführen. Seit Anfang des Jahres im Brut in Wien. Und da ist es insofern auf eine große Resonanz gestoßen, weil es diese Art von Gesprächsraum in der Form zu dem Zeitpunkt nicht gab. Und das war letzten Endes auch einer der Räume, der es ermöglicht hat, die vielen in Österreich zu starten. Dazu eine weitere Frage jetzt an Christiane. Der Schritt in die Öffentlichkeit, den habe ich ja jetzt sozusagen auf das geschriebene Wort hinterfragt, aber der Schritt in die Öffentlichkeit ist ja auch in den öffentlichen Raum
und in deinem Fall mit Kunst im öffentlichen Raum. Wie war das für dich? War das eine bewusste Entscheidung in Dresden, die vielen Projekte außerhalb deiner Institution, deines Kunstortes zu machen? Ja, wir sind eine kommunale Galerie. Insofern freue ich mich auch mal, mit so vielen anderen kommunalen Galerien zusammenzusitzen. Bei uns gibt es natürlich viel weniger in Dresden. Die Entscheidung, rauszugehen, war ganz klar, sehr bewusst. Und es war völlig klar eigentlich, dass wir in eine große Depression schlittern würden, stadtweit, weil es unheimlich schwer ist, das Heft des Handelns eigentlich wieder in die Hand zu bekommen. Wie wir alle wissen, wir sitzen viel in Zirkeln zusammen, wo man sich doch relativ einer Meinung ist. Und irgendwie braucht es diesen Weg raus. Und ich muss sagen, das hat unglaublich gut getan. Also erstens dieser Schritt raus, auch das ästhetische Handeln mit reinzubringen, denn mit Sicherheit ist es wichtig, mit Worten zu agieren, aber in der Kunst haben wir natürlich eigentlich die Komplexität auch nochmal an einer anderen Stelle. Und ein anderer Aspekt davon ist natürlich, dass Räume immer konkrete Räume sind. Gleichzeitig, und das zeigt sich in Dresden auch ganz besonders, sind es ja immer symbolische Räume. Dresden ist seit 2014 die Bühne für rechte Bewegungen gewesen. Es war natürlich nicht unerheblich, dass die vor der Oper standen, dass die vor der Frauenkirche stehen. Das hat den Medien die wunderbarsten Bilder geliefert und der ganzen Bewegung einen wahnsinnigen Auftritt gegeben. Und da auch konkret reinzugehen und sagen, in diese symbolischen Räume und konkreten Räume gehen wir auch. Und die Frage vorhin bei der Anmoderation kam, kann da jetzt Kultur wirklich so viel bewirken oder so ist es? Oder überschätzen wir uns nicht gnadenlos? Dass da auch für uns völlig überraschend eine völlig andere Dynamik in die ganze Gemengelage kam. Und es extrem viele Leute ermutigt hat, selber zu sprechen, rauszugehen. Es hat selbst das Rathaus und die Politik ermutigt, eigentlich sich klarer zu positionieren. Dankeschön. Jetzt möchte ich eine Frage an Mathis Rau richten. Die Arbeit in Cottbus ist natürlich nochmal eine andere als in Dresden. Eine kleinere Stadt. Ihr macht Kinder- und Jugendarbeit. Ist das ein Schlüssel für einen Dialog? Kinder und Jugendliche sind zu ganz vielen Dingen ein ganz wesentlicher Schlüssel, der viel allerdings von der Gesellschaft auch unterschätzt wird und nicht richtig ernst genommen wird. Zum einen sind Kinder und Jugendliche natürlich eine sehr natürliche Brücke zwischen auch den erwachsenen Menschen, die die ganzen Entscheidungen fällen, die diese ganzen Dialoge ausfechten, die wir gerade in der Gesellschaft haben. Wir sprechen viel in Cottbus auch mit Menschen, die ganz unterschiedlichsten Meinungen haben, mit denen wir wahrscheinlich niemals in Kontakt kommen würden, einfach weil unsere sozialen Welten sich so sehr unterscheiden darüber, dass wir ihre Kinder bei uns vor Ort haben. Zum anderen ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich diejenigen sind, die von uns allen am allermeisten auf dieser Erde noch leben müssen. Und dass es einfach auch eine Frage der Fairness ist, dass wir ihnen eine Gesellschaft übergeben, in der sie die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Und zwar so, wie sie das möchten, ohne dass sie jemand anderem schaden natürlich. Also immer in den Grenzen des Anständigen und des Vernünftigen. Darf ich dazu eine Frage nach Wien schicken, sozusagen nach Österreich? Inwieweit es da der Fall ist, dass die freie Szene, die freie Kunstszene durch diese rechtsradikale Regierungsbildung sich gefährdet fühlt oder gefährdet ist? Also man muss ja sagen, jetzt gerade haben wir ja eine Übergangsregierung aus Expertinnen, leider nicht mehr lange. Was die Situation davor betrifft, glaube ich, sind, was Kunst und Kultur betrifft, zwei Dinge interessant. Die eine Sache ist, dass es analog zu Deutschland gerade in Städten oder in Bundesländern, in denen die FPÖ quasi in zum Beispiel in der Stadtregierung sitzt, künstlerische Arbeit, die für Pluralität, die für Vielfalt steht, gezielt durch Anfragen, immer wieder Anfragen, torpediert wird. Das ist das eine. Das andere, was aber in Österreich auch interessant ist, ist, dass die ÖVP eine Koalition eingegangen ist, zum wiederholten Male mit der FPÖ, und aber die ÖVP sich auch vollbracht hat, seit ihrer ersten Koalition mit der FPÖ immer weiter nach rechts zu rutschen. Also ich sehe auch, dass man sozusagen, also es gibt eine Gegenbewegung, man zeigt Haltung, man geht in den öffentlichen Raum, man ist aktiv.
aktiv und die Kinder- und Jugendarbeit wird, wie aus Cottbus berichtet, auch verstärkt. Man arbeitet verstärkt mit jungen Menschen. Inwieweit war das beflügelnd oder inwieweit hat das ein ganz anderes Bild unserer Gesellschaft gezeichnet? Wir trafen gemeinsam mit Studierenden mögliche Kooperationspartner, mögliche Autoren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich durchaus auch Sorge hatte, als Hochschullehrer, als Professor hier vielleicht in irgendeiner Art und Weise tendenziös hier eine Position durchzuhauen. Ne? Man hat ja dann vielleicht am Ende doch auch von dem Neutralitätsgebot, der politischen Neutralität gehört. Und ich glaube, das ist ein Gut, dass wir, also worüber wir heute sicherlich auch sprechen sollten, ist erstens Kunstfreiheit und zweitens Wissenschaftsfreiheit. Und ich glaube, diese Freiheiten können wir nutzen, können wir innerhalb dieser Freiheiten können wir agieren, Position beziehen. Und deswegen würde ich jetzt gerne auch mal in die ganze Runde einfach nur eine Frage stellen, inwieweit dieses Bündnis der vielen für euch ein Potenzial ist, etwas, was man weiterführen kann. Ja, ich glaube, dass das ein absolutes Muss ist. Kann ich nur mit Ja beantworten. Ich glaube, dass gerade diese überregionale und europäische Dimension wahnsinnig wichtig ist und man muss es versuchen und ich glaube, alle sind extrem dankbar dafür und auch das, was wir aus Polen gehört haben, beispielsweise Partner, mit denen wir in Warschau und in Wrocław zusammenarbeiten. Und das war auch spürbar, wie extrem dankbar alle waren, wie wichtig das für alle war, Ansprechpartner zu haben, zu wissen, was woanders läuft, zu wissen, dass man sich noch auf jemanden beziehen kann. Und also ich möchte jetzt gar nicht so pessimistisch rüberkommen, aber das wird dringend gebraucht, glaube ich. Also ich finde es auch unbedingt unterstützenswert. Na, ich finde vor allem den Aspekt, dieses Bekenntnis zur Solidarität wahnsinnig wichtig, weil ja natürlich die kleinen Institutionen viel leichter angreifbar und einzuschüchtern ist. Um nochmal auf Österreich zurückzukommen, wurden ja viele Initiativen, die quasi feministisch agieren, denen wurden die Subventionen entweder extrem eingekürzt oder ganz gestrichen. In Graz wurde ein selbstverwaltetes Kulturzentrum, das wurde auf null runtergekürzt. Das sind dann einfach Vereine, die wahnsinnig gute Arbeit machen über einen langen Zeitraum, aber zusperren können, wenn sie nicht Solidarität bekommen von größeren Institutionen, die sich dahinter stellen. Und das finde ich bei den vielen gerade so schön. Ich meine, es ist in Deutschland ja auch so, aber in Österreich kriege ich es jetzt eben nochmal mit, dass wirklich sehr kleine Initiativen dabei sind und dann aber auch wirklich große Institutionen wie die Wiener Festwochen oder das Burgtheater. Und das ermöglicht einen ganz anderen Rückhalt und es, finde ich, arbeitet auch in einer sehr angenehmen Weise gegen diese ständige Selbstvermarktung und Abgrenzung und Erhöhung über andere, die man ja so in dieser ich muss mich verkaufen in meiner prekären KünstlerInnen-Situation oder auch als Institution ja vorantreibt. Es ist gut, so ein Netzwerk zu haben, um zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass man einen gemeinsamen Nenner hat in der künstlerischen und auch zum Teil in der politischen Ausrichtung, auf den man sich berufen kann und dass man sich gegenseitig stärkt und schützt. Je mehr Verquickungen es gibt mit anderen Akteurinnen, desto größer wird dieses Netzwerk insgesamt und desto tragfähiger wird es. Man sieht es ja genauso bei den rechten Netzwerken, die wir haben. Also in Cottbus gibt es einen großen Knotenpunkt, an dem rechte und rechtsextreme Netzwerke zusammenlaufen. Das geht über Medienhäuser, da sind Modelabel mit drin, da sind Aussteigerkulturen drin, die versuchen, autark im Spreewald zu leben. Die identitäre Bewegung, Parteien sind damit drin. Also es ist ein sehr, sehr dichtes rechtes Netzwerk, das extrem effektiv ist, das gut strukturiert ist, wahnsinnig gut funktioniert und sich an den äußersten Ausläufern dann über die ganze Bundesrepublik mit verstreckt und auch ein Teil dazu beiträgt, dass halt die Rechten und Rechtsextremen solche Erfolge feiern an solchen Knotenpunkten, wie das jetzt in Cottbus beispielsweise der Fall ist. Und wenn man dem etwas entgegensetzen kann, was eine ähnliche Größe und eine ähnliche Intensität hat, dann ist das gut und da spielen die vielen eine Rolle mit. Ja, das Stichwort der Internationalisierung kann ich im Grunde nur unterstreichen im Rahmen der Produktion unseres Heftes, das ja wie gesagt eine Europareise darstellt, haben wir immer wieder festgestellt, dass doch rechte, auch identitäre Aktivisten und Gruppierungen international auf eine erschreckende Weise extrem gut vernetzt sind. Wüsste ich jetzt spontan kaum ein Beispiel, das auf einer linken oder meinetwegen auch liberalen Seite hier eine ähnlich gute Struktur hier entgegensetzen könnte.
Ich denke, hier ist vielleicht auch von den Leuten, die diese politischen Entwicklungen kritisch begleiten und versuchen, etwas dagegen zu stellen, auch noch eine Internationalisierungsleistung zu betreiben. Und da wünsche ich den vielen in der Tat auch sehr viel Erfolg. Wie funktioniert dann so eine Vernetzung zu einer Aktion? Also ich muss sagen, das ist natürlich immer sehr spannend, wer für welche Aktion wann bereitsteht und so weiter. In dem Fall jetzt von der Demo war es ein unheimlich schönes Novum, weil wir waren letzten Februar schon, also man muss dazu sagen, in Dresden wird immer im Februar der Bombardierung der Stadt gedacht und da marschieren seit den 90er Jahren Nazis durch die Stadt und darum muss man da immer was tun. Und dieses Jahr hatten wir dann mit WOD einen Doppeldeckerbus, mit dem wir so durch die Stadt gefahren sind, und da sind wir spontan bei der Gegendemo mitgefahren. Das war sozusagen die erste Demo, und die jetzige Demo war aber fantastisch, weil da hatten wir jetzt tatsächlich dann auch wieder einen Bus. Die Stadtrundfahrt, die Dresdner Stadtrundfahrt, zu unserer großen Überraschung, hat uns den Bus geschenkt plus Busfahrer. Also man muss wirklich fragen, die Leute. Man ist überrascht, wer plötzlich sich bekennt, Lust hat mitzumachen und so. Das Verkehrsmuseum hat ein historisches Fahrzeug zur Verfügung gestellt, ein Barkas. Dann haben die eine Kunstausstellung an Bord genommen, quasi, es war eine Pritsche, sodass hinten Objekte von der HFBK, von der Kunsthochschule, platziert werden konnten. Es gab einen großen Wagen der Live-Musik, die haben die ganze Zeit durchgespielt quasi. Wir hatten insgesamt eher die Sorge, dass wir überhaupt irgendwie uns völlig akustisch sozusagen niedermachen, weil es so eine große Begeisterung gab. Und es gab eben auch die Tolerate, also ein Akteur der elektronischen Musik, die auch einen Wagen organisiert haben. Da gab es, glaube ich, noch zwei weitere. Also es war irgendwie insgesamt eine tolle Erfahrung, dass das auch geht. Und für alle, die wir hier so sitzen, da wird man schon auch zum Teil wissen, dass die sogenannte Hochkultur auch nicht immer so demoerfahren ist. Das muss man auch erstmal lernen. Und da muss man auch kapieren, sozusagen, was da geht und was da nicht geht. Nicht? Also klar kann man da jetzt nicht stundenlang irgendwelche super komplizierten Texte rezitieren. Kann man auch. Also wir haben es ja sogar auch gemacht. Aber man muss das so ein bisschen mischen und man muss auch tanzen. Ich fand mich in der sehr überraschenden Rolle wieder. Ich brauchte jemanden, der hier Party macht. Und ich sah mich als Go-Go-Girl plötzlich da oben auf dem Wagen stehen und tanzen. Habe ich noch nie gemacht. Ging aber auch. Und muss sagen, war eine sehr schöne Form des Protests. Ich glaube, was an den vielen und auch an der Demo toll war und auch was eigentlich unser Ansatz ist, ist zu sagen, wir müssen im Grunde ja Leute mitnehmen. Also ich glaube, man muss aus diesem Modus des Dagegen rauskommen zu einem zusammen, und das ist eigentlich ein toller Weg, und dafür ist auch diese goldene Farbe und dieser Glanz, den das hat, und der Wert, um den es geht, und auch die gewisse Festlichkeit, die das hat. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man locker bleibt und dass man konstruktiv sozusagen Dinge zulässt und nicht sich im Kreis gegenüber sitzt und sagt, ihr habt schon wieder nicht gemacht und ihr habt daran nicht gedacht. Und also so, ich glaube, es geht ums Vorausgehen und ums Machen. Wie würde man Leute an einer Universität mitnehmen? Ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man versucht hier eben diesen Verdacht der Indoktrination irgendwie möglichst außen vor lässt. Was wir zumindest auf einer minimalen Ebene versucht haben, ist zu bestreiten, dass es so etwas wie eine ideologiefreie, autonome Architektur, Kunst etc. gibt. Wir versuchen, die Studierenden dazu zu ermuntern, dass es eben immer, gerade in Kontexten wie den sogenannten neoliberalen Kontexten, wo das Ende der Geschichte, das Ende der Ideologien immer sehr hochgehalten wird, eben ultimative Ideologien geben kann, die wir versuchen, eben mit Studierenden zu analysieren. Und in diesem mit Hilfe dieses Begriffes der Ideologie konnten wir dann relativ leicht arbeiten und die Studierenden dann eben an unsere Themen heranführen, beziehungsweise die Studierenden haben dann ihre Themen an uns herangeführt. Da würde ich gerne noch mal fragen, wie so ein Blick ins Innere in Cottbus aussieht im Theater. Generell ist es so, dass das Haus bei uns offen ist für alle. Logisch. Und dann haben wir einen Spielplan,
und ein theaterpädagogisches Angebot. Also unser Haus hat eine sehr große theaterpädagogische Ausrichtung auch. Es ist nicht nur der Spielbetrieb, sondern es ist auch viel die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Tanz- und Spielgruppen, die logischerweise für alle offen ist und sich sehr stark an dem orientiert, was in Cottbus und in der Stadtgesellschaft gerade Programm ist. Das greifen wir auf und das spiegelt sich bei uns im Spielplan wieder. Alle zwei Wochen ist das Theaterhaus offen für Menschen aller Nationen, die dort gezielt über verschiedene Initiativen mit zusammengebracht werden. Das wird auch in der geflüchteten Community stark beworben, dieses Projekt, damit es dort neben vielen anderen Projekten der Zivilgesellschaft in Cottbus eine weitere Anlaufstelle gibt, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen können. Und das Theater bietet sich da natürlich an, weil es nicht an Sprachbarrieren scheitert. Also zu uns kommen die Leute, machen gemeinsam miteinander Theater, und da reichen ein paar Worte oft schon aus oder auch gar keine, um miteinander in Kontakt und einen Austausch zu haben. Ihr habt ein Projekt der Nachbarschaften 2025 mitgestaltet oder daran mitgearbeitet. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gern. Da steckt viel Herzblut drin. Die Frage, was macht man, wenn es Gegenwind in der eigenen Struktur gibt, das gibt es ja auch in den größeren Häusern sozusagen, wie geht man damit um? Und für uns war das eigentlich so diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit dieser zunehmenden Spaltung in der Stadtgesellschaft um? Wie kommen wir da wieder raus? Und tatsächlich war der Schluss zu sagen, ja, wir müssen auch raus, drehen unsere Arbeitsweise ein bisschen um, indem wir das komplett auf Beteiligung aufbauen. Also wir haben mit 150 Leuten insgesamt ein Projekt sozusagen gemeinsam erarbeitet, was uns begleiten soll bis 2025 und beyond, also sozusagen auch eine gewisse Langfristigkeit, Verbindlichkeit, Dinge neu zu denken, auch die kritischen Punkte anzusprechen und so weiter. Ja, und so ist ein großes Abenteuer, bei dem man unglaublich viel lernt und wo es eigentlich vor allen Dingen darum geht, und ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, zu sagen, wir müssen aus diesem Distinktionsmodus wirklich raus. Das ist ein sehr eigener Modus der Kultur gewesen, in dem wir lange gearbeitet haben, also durch Unterscheidung glänzen, sondern ich glaube, eigentlich ist jetzt die Zeit, wo wir Leuten Lust auf Zukunft machen müssen. Wir müssen Lust auf Zukunft machen, wir müssen Lust auf Zukunft planen machen und wir müssen nach Dingen suchen, die wir gemeinsam super finden und nicht dauernd sich darauf konzentrieren, was wir gegenseitig bekloppt finden. So vielleicht. Also vielleicht nicht in die rechten Räume gehen, sondern die eigenen Räume schaffen, auskosten, die sozusagen dem entgegenstellen? Ja, mit unserer Arbeit zu rechten Räumen haben wir jetzt eine Art Kritik formuliert. Jetzt kommt aber der schwierige Teil. Es ist sicherlich einfacher zu sagen, wogegen wir sind, aber wofür sind wir eigentlich? Das sind dann eben die Fragen der Zukunft angesprochen. Kritik von Utopien als latentem Totalitarismus. Wenn man einfach anfängt, verschiedene Schichten, Zeitschichten abzutragen, wie es in Berlin jetzt eben mit dem Palast der Republik, aber auch mit dem wunderbaren Gebäude des DDR-Außenministeriums passiert ist, um dann hier im Grunde 20, 30, 40, 50 Jahre Geschichte auszuklammern und wieder zurückzugehen zu einer vermeintlich besseren alten Geschichte, dann habe ich doch den starken Verdacht, dass irgendetwas nicht stimmt, dass es genau eben darum geht, das Projekt einer besseren Zukunft überhaupt erstmal wieder zu formulieren und dann eben auch zu gestalten.